Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu der Sendung 9. Stunde, unser Gebet für Deutschland und die Nationen zur Zeit von der Corona-Krise. Und wir sind heute mit einem speziellen Thema dabei, nämlich Let's Dance. Und davor möchte ich dich einfach nochmal introducen, nämlich mein Co-Host heute. Freue ich mich sehr, das ist nämlich Paul David Bittner. Herzlich willkommen. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute mit dabei sein darf, zum ersten Mal in der 9. Stunde. Ich bin sehr gespannt, was wir heute selbst erzählen, aber auch was wir erfahren und natürlich auch, was wir von euch Zuschauern so hören. Ja, genau. Unsere 9. Stunde wurde etabliert im März und es ist seitdem wirklich, ja, erhalten wir sehr, sehr viele Zusendungen von Gebetsanliegen deutschlandweit, im deutschsprachigen Raum, aber auch genauso im englischsprachigen Raum. Und wir haben hier unsere Box, ja, die gefüllt wird. Und wir sind hier umgeben von 220 Beter, die Tag und Nacht, auch trotz Lockdown, trotz Einschränkungen, für dich und für die Nationen, für Deutschland beten. Und ihr könnt während dieser Sendung uns immer eure Anliegen zusenden. Aber genauso freuen wir uns, davon zu hören, über eure Gebetserhörungen. Und hier möchte ich gleich mal beginnen mit drei Gebetserhörungen, die wir erhalten haben. Da schreibt jemand, dass am Mittwoch kurz vor 11 haben wir unser persönliches Weihnachtsgeschenk erhalten, nämlich jemand hat darum gebeten für eine Zusage, für eine Lehrstelle als Fachmann Betriebsunterhalt und er hat eben diese Lehrstelle bekommen und Jesus ist gut und die Person ist mega dankbar und wir freuen uns mit dir. Und genauso schreibt jemand, der erkrankt war von Covid-19 im Frühjahr und konnte ohne Komplikation auskurieren und wurde geheilt. Und jemand schrieb auch, bitte bete für mich, für meine Traurigkeit, das Stimmungsschwankungen und die sind in diesem Moment auch wirklich verschwunden und Jesus hat ein Wunder getan in ihrem Herzen und wir freuen uns mit dir und das ist das, warum wir die Sendung machen. Ja, wir brauchen in dieser Zeit nicht nur Forschung und Impfungen und aktuellen Lage, sondern das, was wir brauchen, ist die Kraft Gottes, das, was wir brauchen, ist Gebet, das wir brauchen, ist das Eingreifen Gottes und deswegen sind wir heute Nachmittag hier und wir sehen, die Zahlen sind relativ wenig, vielleicht in dieser Zeit, vielleicht wegen auch den Feiertagen, aber all unsere Hoffnungen, wir setzen das auf Jesus und dass er in diese Zeit eingreift, ja. Und so, wir sind heute zusammen mit dem Thema Let's Dance, keine Angst, du musst jetzt dich nicht erheben und gleich mittanzen, sondern wir sind heute zusammen mit YC Dance, Tanzteam von TOS Werk und wir sind nicht nur alleine zu zweit, sondern wir sind viele und vielleicht können wir mal einen Zoom-Bildscreen den Zuschauern zeigen, wer sonst noch alles dabei ist. Wink mal bitte, genau, sehr schön. Sehr cool. Ja, wir sind YC Dance und wir sind 11 Tänzer und verschiedene Zusammensetzungen hatten wir schon gehabt, aber so als Team seit 2018 auch nochmal zusammen mit 11 Leuten. Und ich möchte euch einfach bitten, stellt euch einfach doch mal ganz kurz vor und wir gehen der Reihe nach, vielleicht mit Sammy und Lisa. Sagt doch einfach euren Namen, euer Alter und wie lange ihr bei YC Dance dabei seid. Ja, ich heiße Samuel Haas, ich bin 28 Jahre alt und bin seit Mitte, Ende 2018, also 2 Jahren bei YC Dance. Ich bin Lisa Kötzer, ich bin 23 Jahre alt und ich bin ebenso seit 2 Jahren in die Schlosskeulen. Dann geht es weiter mit Kim. Genau, ich bin Kim Kunze, ich bin 25 Jahre alt und bin auch seit 2 Jahren bei Schlosskeulen. Ja, sind die seit 2018, ja, March of the Nations, da haben wir richtig Zuwachs bekommen und davon werden wir später auch nochmal hören. Aber jetzt jemand, der schon ein bisschen länger dabei ist, Judith, bitte. Ja, genau, ich bin Judith Bittner und ich bin 27 Jahre alt und seit 4 Jahren bei Yeshua's Call. Sehr schön, dass du dabei bist. Und jetzt geht's mit jemand weiter, mit Benjamin Kugel. Genau, ich bin Benjamin Kugel, bin 32 Jahre alt und fast seit 8 Jahren bei Yeshua's Call. Und mit deiner wunderbaren Frau Kyra, die auch hier supportet bei 9. Stunde.
Ja, genau. Hallo, ich bin Kyra-Lena Kugel. Ich bin 29 Jahre alt und ich bin so lange wie Benjamin auch schon. Wir sind seit Juni 2012 Teil des Tanzteams. Ja, sehr schön. Und jetzt Paul-David Bittner. Ja, Paul-David Bittner heiße ich, bin 28 und tatsächlich schon seit 2009, sprich seit 11 Jahren, Teil von Yeshua's Call. Und deshalb darf ich mit dir heute auch als Dienstälteste heute hier mit dabei sein. Genau, die Dienstältesten haben es geschafft, bei der Sendung dabei zu sein. Ich bin Siu, genau, ich bin seit sage und kräftig 18 Jahre dabei, also seit ich 14 bin. Und wir haben auch noch die Hanna, die heute nicht dabei sein kann, aber sie grüßt euch ganz herzlich. Sie ist seit 11 Jahren dabei und Jan seit 2018 und Albert auch seit 2012. Also wir sind ganz unterschiedlich lang dabei, aber lieben Jesus und lieben es einfach für ihn zu tanzen. Ja. So, Paul David, du hast uns eine coole Karte mitgebracht. So YC Dance ist nicht nur in Deutschland oder in den Gottesdienst unterwegs, sondern auch international. Und erklär uns mal die Karte, die du uns mitgebracht hast. Ja, die Karte ist sehr kompliziert. Nein, ist sie nicht. Aber wir können die hier mal einblenden. Und zwar haben wir vorhin überlegt, wo waren wir denn schon überall als Yeshua's Call? Wo sind wir unterwegs gewesen? Und wir haben mal zusammengerechnet, es müssten so um die 15 Länder sein im Laufe der Jahre, plus minus. Und wir können auch gerne nochmal hier ranzoomen, speziell auf Europa. Da sieht man es nochmal ein bisschen besser, aber speziell auch durch die Märsche des Lebens, von denen wir sicherlich auch noch hören werden später, sind wir sehr, sehr viel unterwegs gewesen, auch in den letzten Jahren, gerade auch in Europa. Also natürlich hier in Deutschland ist unsere Base, aber rundherum nahegelegene Länder wie Schweiz, Österreich, aber auch fernere Länder wie dann eben im Norden, Finnland, Großbritannien, Nordirland. Wir sind eben in Griechenland gewesen, natürlich auch schon sehr oft in Israel, was auch ein sehr wichtiger Teil von unserem Dienst ist, von unserem Tanzteam. Und ja, momentan ist es ein bisschen schwer vorstellbar, aber wir sind schon sehr, sehr viel gereist und freuen uns natürlich auch darauf, dann, wenn es irgendwann wieder möglich ist, bestimmt auch wieder herumzureisen. Ja, sehr schön. Und gibt es irgendwelche persönliche Highlights für dich? Also wenn du jetzt auf diese Karte schaust, irgendwelche Erlebnisse und besondere, was ist nicht, Gottesdienste oder erzähl mal ein bisschen davon. Ja, Highlights gibt es auf jeden Fall viele, also speziell in den USA waren wir auch schon einige Male. Das war, glaube ich, auch einer meiner ersten Einsätze mit Yeshua's Call 2009, da war ich selbst noch ganz frisch dabei. Und damals sind wir dann nach Kalifornien geflogen und mit einem Bus auf der Route Number 1 entlang gefahren, waren da in Kalifornien in verschiedenen Gemeinden, in San Diego, San Francisco und verschiedenen kleineren Gemeinden. Und das war für mich schon sehr, sehr besonders. Einerseits natürlich, weil ich ganz neu war, aber auch so, das live mitzuerleben, in verschiedenen Gemeinden zu dienen, dort zu tanzen, aber auch als Team unterwegs zu sein, zu beten dort an den Orten. Das auf jeden Fall. Und dann aber auf der anderen Seite auch Israel. Also da dürfen wir auch sehr, sehr oft sein, durch den Marsch des Lebens, durch unseren Kontakt auch, den wir haben, zu Holocaust-Überlebenden. Und ein Highlight auf jeden Fall war der March of the Nations 2018. Da werden wir sicherlich auch noch Bilder sehen, wo wir dienen durften und wirklich auch eine sehr, sehr besondere Zeit hatten. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt mal an die Zoom-Teilnehmer. Ja, Judith, was gibt's für dich persönliche Highlights von YC Dance? Ja, definitiv. Also so wie Paul David auch schon erwähnt hat, war der March of the Nations 2018 ein absolutes Highlight für mich, ein absolutes Vorrecht, dort ein Teil mit davon zu sein, zu tanzen. Genauso was für mich aber auch ein Vorrecht war, waren wir 2016 in Israel, hatten mehrere Treffen mit Holocaust-Überlebenden, hatten das Vorrecht, dort jüdische Tänze zu tanzen, ihre Geschichten zu hören. Genauso aber auch unsere Geschichten zu erzählen von unseren Vorfahren und von der Aufarbeitung. Und ich muss sagen, das war schon für mich mit das Besonderste eigentlich, so zu interagieren mit Holocaust-Überlebenden, aber auch das Vorrecht, einfach als Nachfahre von Nazitätern jüdische Tänze zu tanzen vor Holocaust-Überlebenden und ihnen damit zu dienen, Freude in ihr Leben zu bringen. Das war schon, glaube ich, mit das größte Highlight. Ja, sehr cool. Vielen Dank, Judith. So, wir haben ja verschiedensten Tanzrichtungen. Eins habt ihr schon erwähnt, ja, auch mit jüdischen Tänzen, Klezmer, auf Klezmer-Musik. Und was wirklich ein großes Vorrecht für uns ist, ja, wirklich vor den Holocaust-Überlebenden tanzen zu dürfen, performen zu dürfen. Und dass da wieder was zusammenkommt, ja, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und in welchen Tanzrichtungen bewegen wir uns denn sonst noch, Frau David?
Ja, tatsächlich sind wir sehr vielseitig, würde ich sagen. Das eine sind eben jüdische Volkstänze und das andere ist aber auch alles, was mit Ballett, aber auch Jazz, Modern Dance zu tun hat. Wir bringen auch alle unterschiedliche Prägungen mit. Manche hatten auch in der Vergangenheit mal Unterricht, können das mit einbringen. Ab und zu haben wir uns auch Lehrer eingeladen, die uns Sachen beigebracht haben. Wir schauen uns natürlich auch viel ab von YouTube, von anderen Tanzgruppen. Gibt es ja sehr, sehr viele coole Inspirationen auch. Aber gerade so in diese Richtung Modern Contemporary machen wir einiges. Und dann immer mal wieder auch ganz andere Sachen, also Hip-Hop, Crump, also peppigere, schnellere Sachen, würde ich mal sagen. Und ein großer Bereich ist aber auch alles, was mit Theater, mit Kreativstücken zu tun hat, mit Anspielen, also eben eine Mischung aus Tanz und Theater bis hin zum Musical. Am Singen üben wir uns noch, aber auch da haben wir schon erste Versuche gewagt. Das waren lediglich wirklich erste Versuche, aber es hat riesig Spaß gemacht. Und das ist auch immer ein Kennzeichen von YC Dance. Ja, wir sind Freunde, wir sind gute Freunde und dienen gemeinsam in das Werk und freuen uns einfach wirklich, überall dabei sein zu dürfen auf Märsche des Lebens. Und so, vielleicht hat sich ein bisschen verwirrt, ja, YC Dance, Yeshua's Call. Woher kommt der Name? Name ist ja auch Identität und auch Berufung. Und jeder von uns in Yeshua's Call ist berufen, ja, in diesem Team zu sein. Es ist, wir sind keine Showtanzgruppe, die irgendwie mal was aufreißt und Stimmung macht, ja, sondern unsere Priorität und unser Herzensanliegen ist einfach, Jesus anzubieten. Beten mit all dem, was er uns gegeben hat an Gaben und an unsere Kraft. Ja. Und so, die Bärbel kann heute nicht dabei sein, aber die Bärbel Pfeiffer, die ihr auch kennt von der 9. Stunde, die hier für euch betet, die Sendungen hostet, ist die Gründerin von YC Dance. Und das war damals vor 18 Jahren, ja, als ich 14 Jahre alt war, gab es sozusagen ein Casting, als wir dann, ja, wo wir uns dann bewerben konnten, vortanzen konnten. Und wir hatten das Brennen und auch den Wunsch, Verlangen, einfach Jesus anzubeten mit unserem Tanzen. Und wir hatten lange noch keinen Namen gehabt, ja, und hießen mal nach unserem Jugendzentrum-Gebäude Jitas Dancer. Und irgendwie hat das alles nicht so wirklich Klick gemacht. Und weil wir wussten, Gott hat einen Namen, ja, für uns. So wie bei Beersheva, ja, Beersheva Toss Music, Beersheva Band, wirklich auch den Namen empfangen hat nach Jahren und nach einer Berufung, nach einem Hammer. Begegnung auch in Israel, in Beersheva, so war das bei uns auch, dieses Verlangen, Herr, gib uns einen Namen, gib uns Berufung, gib uns eine Sendung, ja, und wir, damals war das so, dass die Bewegung The Call sehr stark in Amerika zugange war und auch hier nach Deutschland kam, und das hat uns irgendwie angesprochen, sagen, ja, stimmt, der Ruf, ja, The Call, irgendwie einfach der Ruf, Jesu zu sein in dieser Zeit, dass er wiederkommen kann, aber wir wollten unbedingt noch was Jüdisches einfach davor haben. Und Jobs kam schon mal auf den witzigen Namen also Gate, ja, also mit den Toren und so, und ausgesprochen Colgate, also von der Zahnpaste. Nein, dieser Name wurde es nicht. Aber so wie der Heilige Geist ist, er ist nicht ominös oder kompliziert, ja, sondern er ist in unserem Alltag. Er ist der Heilige Geist, der überall ist. Und das, so war das, dass wir eingeladen wurden als Tanzgruppe nach Altensteig zu einer Israel-Tagung zum Tanzen. Und dort fragte dann der Manager oder der Organisator Jobs am Telefon, ja, wie heißt denn eure Tanzgruppe? Und dann schoss es aus ihm heraus, Yeshua's Call. Ja, so ist der Name geboren, so wurden wir genannt, und ich bin mega stolz, diesen Namen zu tragen, weil das einfach Berufung und Leben beinhaltet, und so für alle Zuschauer, so entstand der Name, okay? So, und ich glaube, dass wir ohne es, so ist es, so ist der Heilige Geist, ohne dass wir das manchmal wollen oder so ganz, ganz gezielt und kontrolliert das durchdrücken, sondern der Heilige Geist ist ein Geist von Freiheit. Und wir haben riesigen Spaß, und ich denke, wir haben auch zu viel, also genug jetzt erstmal für eine Viertelstunde jetzt gesprochen, und wir wollen euch gleich einen Tanz zeigen, den wir im November 2019 kreiert haben, einen jüdischen Tanz, sehr, sehr fröhlich. Und damals wusste keiner von Covid-19, wusste niemand, was kommen wird. Und
aber mitten in der Krise feiern wir Gott Israels und freuen uns des Lebens, weil er treu ist und weil er gut ist. Und wir wollen euch segnen mit diesem fröhlichen jüdischen Tanz. Und der heißt Roffe, bedeutet der Arzt.
Das war der Tanz Roffe und wie wir gesehen haben, wurden am Ende von diesem Tanz alle geheilt und keiner hatte mehr Probleme. Und das Besondere und Coole ist, dass wir es tatsächlich ja erleben, wie Gott wirklich heilt, wie wir sehr, sehr starke Wunder erleben, auch gerade hier in der 9. Stunde. Wir haben es schon immer wieder gehört und erlebt, wie für Leute gebetet wurde, live und sie geheilt wurden oder auch im Laufe der Wochen. Und Siu hat ja eben auch schon einige Gebetserhörungen vorgelesen. Und wir würden uns jetzt gerne Zeit nehmen, um auch für eure Anliegen zu beten. Es kamen schon einige Anliegen hier rein. Und speziell auch da, wo Leute mit Corona infiziert sind und Symptome haben, würden wir gerne für euch beten und wir glauben, dass Jesus jetzt kommt und dass er euch heilt, dass er die Symptome wegnimmt und dass ein Wunder passiert in eurem Leben. Und ich würde gerne von unserem Team vielleicht erst Kim und dann Benjamin darum bitten, kurz für die Leute zu beten, die uns geschrieben haben. Es sind hier einige, die um Gebet gebeten haben, wo eben sie selbst oder auch Angehörige an Corona erkrankt sind, teilweise ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Und vielleicht könntet ihr einfach kurz für diese Menschen beten. Ja, gerne. Genau, und Jesus, ich danke dir einfach, dass du unser Arzt bist, dass du unser Heiler bist. Und auch wo Menschen gerade mit Corona, Herr, mit schweren Verläufen im Krankenhaus sind oder noch zu Hause, Herr, es ihnen nicht gut geht. Ich danke dir, Jesus, dass du ihnen jetzt begegnest, Herr, dass du kommst zu deiner Heilung, Herr, dass du, Herr, dein Blut am Kreuz für uns vergossen hast, damit wir geheilt werden, Herr. Und auch hier Coronavirus, Herr, der muss ja durch dein Blut geheilt werden. Und ich danke dir, Jesus, dass so Menschen im Krankenhaus sind, wo sie lange Zeit ihre Familien und Angehörigen nicht sehen können. Herr, ich danke dir, Herr, dass du in ihr Zimmer kommst und dass sie eine Begegnung mit dir haben, Herr, und setze Heilung über ihnen frei, Jesus. Ja, Jesus, und ich lade dich ein über jedem Einzelnen, der in Not ist, Herr, über den Personen, die Corona haben, über denen, die krank sind, die wirklich Heilung brauchen. Ich danke dir, dass du der Arzt, der Heiler bist, und ich setze im Namen Jesu Heilung frei. Ich danke dir, dass du jetzt kommst in die Krankenbetten, dass du kommst zu Hause. Ich danke dir, dass du kommst mit deiner Heilung, und ich danke, dass du kommst mit deinem Frieden, Jesus, und wir laden dich ein. Ich danke, dass du der Herr, der Arzt bist, wie wir es gerade im Tanz auch gesehen haben. Du bist der, der heilt. Und ich setze diese Heilung jetzt frei und deine Gegenwart im Namen Jesu. Genau, danke Jesus. Wir beten wirklich für jeden Einzelnen, der hier zugeschaltet ist, für alle, die verbunden sind, Herr, die jetzt leiden an verschiedenen Krankheiten und Problemen. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt hineinkommst. Und ich spreche das Wort der Heilung jetzt aus in deinem Namen, Jeshua. Ich danke dir, dass du kommst und dass du die Menschen berührst, sowohl die zu Hause sind, als auch die, die im Krankenhaus liegen und an Symptomen leiden. Ich spreche jetzt Linderung aus in deinem Namen. Ich danke dir, Herr, dass du ihnen begegnest, Heiliger Geist, dass du auch in die Zimmer hineinkommst, dass du bei ihnen bist, dass sie nicht alleine sind. Ich bete auch für die Person, die unter starken Schlafstörungen leidet. Und ich danke dir, Herr, dass du mit deinem Frieden kommst. Und ich danke dir, Jesus, dass heute Nacht die erste Nacht sein wird, in der diese Person wunderbar schlafen wird, ohne Probleme. Ich danke dir für deinen Frieden, den du gibst. Und auch für die Person mit Krebs und Metastasen in der Leber. Wir beten für dieses Wunder, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass dir kein Ding unmöglich ist. Und wir beten für diese Person. Und ich bitte dich, Jesus, dass du sie berührst. Wir bitten dich, dass du diesen Krebs jetzt heilst, dass du die Metastasen entfernst. Und ich danke dir, Herr, dass du die Leber berührst und dass du ein Schöpfungswunder in ihrem Leben tust, Jeshua. Und Herr, wir danken dir einfach, Herr, dass wir deinen Namen jederzeit anrufen können. Und wir machen uns eins und sagen, Herr, du bist unser Arzt, du bist unser Helfer. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment in ein Zimmer kommst von jedem Einzelnen, der krank ist, der wirklich in Not ist, Herr, diese Person mit den Metastasen und viele anderen, die genauso besät sind mit Krebs. Und wir sprechen das Wort der Heilung aus in Jesu Namen. Herr, und du hast gesagt, Herr, du hast uns, Herr, diese Geschichte, Herr, von diesem, Herr, von dem Gelähmten, der geschrien hat, der gesagt hat, heile mich, der zu dir gekommen ist. Danke dir einfach, dass wir heute 2020 genauso zu dir sprechen und rufen können. Und du bist ein Gott, der Gebet erhört. Und wir sprechen Glaube aus. Wir sprechen aus, dass die dunklen Wolken jetzt über dir sich verziehen müssen, weil Hoffnung neu in dir aufsteht, weil Glaube neu aufsteht. Im Namen Jesu vertreiben, im Namen Jesu alle dunklen Wolken, alle Depressionen, alle Hoffnungslosigkeit. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort sagt, dass da im Lande, wo es finster ist, scheint es hell. Und ich danke dir, dass jetzt in diesem Moment es hell wird und Licht wird. Und dieser Person ist Jesus. Dieses Licht ist Jesus. Und wir ehren dich für deine Heilung und für deine Kraft, die durch das Streaming, durch HOST.TV durchgeht, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir beten sehr, sehr gerne für dich und werden auch noch weiter für dich beten. Und ich weiß eins davon, was Bärbel uns immer wieder gesagt hat. Sie glaubt, dass dort, wo wir
wo wir den Herrn anbeten und tanzen und vor ihm sind, dass die Gegenwart Gottes so stark ist, dass Menschen vom Rollstuhl aufstehen und geheilt werden. Ja? Und wir haben das schon mal erlebt als Tanzteam. Ja? Da, wir haben getanzt, wir haben einfach in Gottesdienst angebetet und dann kam später jemand auf uns zu und auch nach vorne und sagt, meine Knöchel wurden geheilt, während ihr getanzt habt. Ja? Und das heißt, hey, die Macht Gottes, ja, ist nicht begrenzt, ja, sondern dort, wo er immer überall, wo er findet, Herzen der Anbetung, Herzen, die hungrig sind, die verlangen nach ihm haben, ja, da kommt er und segnet er und kommt mit seiner Gegenwart. Ja. So, Pater David, wir sehen immer wieder auch in der Bibel von Tänzen, zwar vielleicht nicht zu viele Stellen, ja, aber doch immer wieder. Was hat eigentlich Tanzen in der Bibel für eine Bedeutung oder was kannst du uns darüber sagen? Ja, man muss tatsächlich ein bisschen schauen, aber kann dann doch auch einiges finden über Tanz in der Bibel. Eine Stelle, die vielleicht einigen bekannt ist, ist die, dass David die Bundeslade nach Jerusalem bringen ließ und dann eben auch selbst mit aller Macht vor dem Herrn und vor der Bundeslade getanzt hat, im Lendenschurz. Das heißt, er hatte da nicht seine königlichen Kleider an, sondern hat wirklich voller Macht und mit seinem ganzen Herzen vor dem Herrn getanzt. Und das war für ihn eigentlich sein Ausdruck von Anbetung. Es war für ihn ein Ausdruck davon, dass er sein ganzes Herz ausschüttet, dass er auch nicht darauf schaut, was Menschen von ihm denken, wie zum Beispiel auch seine Frau, die Tochter Sauls, von der ja auch dann berichtet wird, die ihn verachtet hat dafür. Aber er hat darauf ja nur erwidert, dass er noch niedriger werden will und sich demütigen will vor Gott, aber ihn anbeten will von ganzem Herzen. Und das ist eigentlich auch das, was uns total wichtig ist, eben zu tanzen, wirklich für Gott, für Jesus und nicht zuallererst für Menschen. Es ist eben keine Performance, die einfach nur irgendwie toll aussehen soll, sondern unser Ausdruck der Anbetung auch, dass wir uns ausgießen und dass wir uns mit allem, was wir haben, eben ihn hingeben. Ja, super. Ich habe auch hier die Stelle parat, 2. Samuel 6. Ja, wo David seine Frau, die ihn verachtet hat, erwidert und er sagte, David aber sprach zu Michal, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Ja, wir sehen hier als Ausdruck nicht nur von Anbetung, sondern als Reaktion auf die Gegenwart Gottes, ist, dass David mit all seinen Gaben, mit all seiner Kraft einfach Gott Israels geehrt hat und die Gegenwart Gottes geehrt hat. Und wir können das auch lesen von 2. Mose 15, Vers 20. Damit, mit diesem Vers hat David Hogan, ein Apostel, er wirklich in den letzten 2 Wochen gedient, als er bei uns im Gottesdienst live zugeschaltet war. Jemand, der wirklich Tote auferweckt hat, ja, wirklich die Kraft Gottes erlebt hat und dieses Jahr auch mit Covid-19 infiziert war, aber mitten im Sturm, ja, dann hob er sein Tamburin und sagt, ich bete Jesus an und ich bete, weil Jesus der König ist. Und er hatte diesen Vers und darüber uns gelehrt, 2. Mose 15, Vers 20, da nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, ihr Tamburin und alle Frauen tanzen mit Tamburinen hinter ihr her. Und Miriam sang dazu, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Ja, du siehst, das Tanzen und der Lobpreis und wirklich die Anbetung ist eine angemessene oder die angemessene Reaktion auf Gottes Handeln, auf Gottes Wunder, auf Gottes Eingreifen für das Volk Israel. Und sie bringt das zum Ausdruck. Ja, und sie ist eine Prophetin. Ja, die Prophetin, die tanzt. Es gibt immer eine prophetische und eine geistliche Bedeutung und eine geistliche Ebene des Tanzes. Ja. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, ja, dass wir das auch, und es ist auch eine wesentliche DNA auch von YC Dance, von Yeshua's Call, dass wir sagen, Herr, wir wollen nicht nur tanzen und das Ästhetik irgendwie zum Ausdruck bringen, sondern wir wollen mit aller Macht, mit aller Kraft, ja, dir danken, dich anbeten mit unseren Gaben. Und du siehst auch in Lukas 15, Jesus erzählt vom Reich Gottes, vom verlorenen Sohn, und da kommt auch der Tanz
Abrahams vor, nämlich als der ältere Sohn auf dem Feld war und er nach Hause kam, hörte er singen und tanzen. Ja, du merkst, dass die Anbetung ist nicht ein stilles Feiern, ja, wo gefeiert wird, dass im stillen Herzen Kämmerlein gefeiert wird, dass der verlorene Sohn zurückgekehrt ist, sondern es wurde auf einmal sichtbar, ja, durch Singen und durch Tanzen. Das heißt, Jesus hat uns erklärt, wie es im Reich Gottes ist, ja, und dass er nämlich, dass es immer eine große Feier, ein Fest gibt, ja, über jemand, der umkehrt, über Rettung, über Gottes Handeln. Und du hast es ja schon erwähnt mit David, ja, und ich glaube, dass unsere Leiterin und auch Gründerin, ja, Bärbel, uns in sehr viel auch hineingelegt hat. Sie erzählt immer, wie sie als 14 oder als Teenagerin, ja, schon gerne getanzt hat, ja. Sie hat damals noch Radio, ja, immer Lieblingskassette. Dann ging sie in den Tanzsaal und Spiegelsaal und eines Tages hat sie einfach die Vorhänge zugemacht und hat gesagt, okay, Jesus, ich möchte einfach dich alleine anbeten. Das ging dann nicht mehr um die Drehung, die Pirouette, die man schön macht, sondern auf einmal war das eine Anbetung. Sie hat die Vorhänge geschlossen und dann tanzte sie zu diesem Lied, All Honor, All Glory to You, ja, und auf einmal befand sie sich auf dem Boden und da kam so die Gegenwart Gottes, so eine Last und so eine Begegnung mit Jesus, und dieses Tanzen ist hat sie uns weitergegeben, ja. Ich weiß noch ganz genau, sie erzählt auch immer, wie sie deine Eltern, also Jobs und Charlotte, getroffen hat. Weißt du, wie sie das, wie ihre erste Begegnung immer schildert? Sie erzählt auf jeden Fall immer gerne, dass auch damals eben meine Eltern eher skeptisch waren, auch gerne dem ganzen Thema Tanz gegenüber. Da gibt es ja auch viel ist vielleicht nett, aber manches dann auch eher oberflächlich oder ist jetzt nicht jedermanns Geschmack und Sache, aber sie erzählen, dass sie eben Bärbel zum ersten Mal haben tanzen sehen und sofort die Gegenwart Gottes gespürt haben, gemerkt haben, eben wie genau das, was wir auch eben gesagt haben, sie nicht für Menschen getanzt hat, sondern wirklich für den Herrn und für Jesus und sich darin ausgegossen hat. Und deswegen hat auch Bärbel absolut mit der Gründung und eben diejenige, die auch Yeshuas Calling initiiert hat, das hineingelegt, sie hat schon gesagt, in unsere DNA. Und ich fand es eigentlich auch cool zu hören, was du gesagt hast, diese Stelle eben, dass die Prophetin auch getanzt hat, Miriam. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das, was dieser prophetische Tanz auch ausmacht und wonach wir uns ausstrecken und was wir auch immer wieder suchen und wo wir wirklich beten, wo wir eben nicht nur Choreografien entwerfen, die vielleicht schön aussehen, sondern wo wir wirklich Jesus suchen und ihn fragen, was liegt auf deinem Herzen? Und das kann dann eben auch sein, dass wir Tänze entwerfen, die auf Bibelstellen basieren, wie zum Beispiel auf Hesekiel 37, auf den Totengebeinen, die wieder auferstehen, oder eben auch aus der Offenbarung, dass der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wir glauben und wir sehen es natürlich auch, wie Gott sich bewegt, auch durch solche Tänze, wie wirklich seine Gegenwart freigesetzt wird an den Orten, an denen wir diese Tänze tanzen, und wie wirklich auch in der geistlichen Welt was passieren kann. Absolut. Ja, genau. Ich weiß ganz genau, wie Bärbel uns immer gelehrt hat und gesagt hat, ich weiß, wenn ich die Bühne betrete, dass die Gegenwart Gottes kommt. Ja. Und das hat mit bestimmten Lebensstil zu tun. Du kannst ein begnadeter Tänzer sein, aber dein Lebensstil, deine Nachfolge Jesus hinterher einfach ist Kraut und Rüben. Ja. Sondern was sie uns immer gelehrt hat, ist es auch, was auch sie von Jobs und Charlotte gehört hat, ist nämlich die Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes und die Heiligkeit Gottes in unserem Leben, ganz praktisch. Ja. Sie sagt immer wieder, das interessiert dem Herrn eigentlich wenig, ob wir jetzt, wie toll wir tanzen können. Das, was er schaut, ist, ob wir ihm nachfolgen, ob wir ihm gehorsam sind, ob wir ihm dienen, ob wir das da treu in dem sind, wo niemand uns sieht. Ja. Und das ist die absolute Stärke und eine DNA von uns. Ja. Und ich möchte einfach mal den Ball wieder in Zoom-Raum reinschmeißen. Ja. Vielleicht einfach jemand, der erzählt, ja, von was er damit er auch erlebt hat, vielleicht einfach von einem der stärksten prophetischen Einsätzen oder Dinge, wo du gemerkt, oder Veranstaltungen oder Punkte, wo du gemerkt hast, da war die Gegenwart Gottes greifbar, ja. Also ich kann gerne anfangen. Genau, vielen Dank. Also das ist echt super interessant, auch was ihr erzählt habt. Aber ich, eins der stärksten Sachen, was ich eigentlich erlebt habe, klar neben March of the Nations auch 2018, was natürlich für alle von uns echt ein Riesenereignis war, aber kurz danach, das war im Oktober 2018, sind wir nach Breslau gegangen, da hatten wir eine Marsch des Lebens Veranstaltung
Und das war nur, glaube ich, ein Tag, wo wir da hingefahren sind, als auch ein kleines Team von Yeshua's Call. Ich glaube, da waren nicht mal alle dabei, aber es war eine Veranstaltung, wo wir auch mit Holocaust-Überlebenden getroffen haben, wo auch jüdische Vertreter mit in der Veranstaltung saßen. Und wir kamen auch als Deutsche dahin, teilweise auch als Nachfahren echt von Nazitätern, ja, von Uropas, die mit in der Wehrmacht der SS waren. Und wir durften damals tanzen, auch vor diesen Menschen, und das war natürlich eine Veranstaltung, wo es auch um Versöhnung ging, wo es auch darum ging, einfach, dass deutsche Nachfahren, gerade von Nazitätern, aber auch mit Opfern aus dem Holocaust eigentlich zusammenkommen und man eigentlich ja einen Ort auch schafft von Versöhnung. Und damals haben wir echt erlebt, wie einfach durch jüdische Tänze, die wir dort tanzen durften, auf einmal die Atmosphäre auch so gekippt ist, ja, dass auf einmal eine Freude da war, wo davor Trauer war, wo davor wie so zwei separate Lager da waren, auf einmal sich das wie vereinen konnte und man zusammengekommen ist und auf einmal sich danach dem Tanz in den Armen lag, wo Versöhnung da war, wo einfach auch auf einmal auch der Heilige Geist gekommen ist durch unsere Tänze. Und das war mit auch für mich echt eins der stärksten Erlebnisse, die ich hatte bei Yeshua's Call, echt zu erleben, wie auch durch den Tanz richtig Atmosphären verändert werden können. Und genau, so mal als eine Sache. Super, vielen Dank, Kim. Vielleicht noch jemand? Judith wurde, glaube ich, angesprochen. Ja, genau. Wir waren jetzt erst vor kurzem in Berlin und ich muss sagen, das war für mich schon auch sehr, sehr besonders, dort zu sein. Und wir haben dort getanzt, vor dem Reichstag und haben einen Davidsstern gelegt. Und in diesem Davidsstern haben wir dann prophetisch den Tanz getanzt, von dem Paul David vorhin schon erzählt hat, über diese Stelle in der Bibel von Hesekiel, eigentlich der Auferweckung der Totengebeine. Und das war selber für mich, da hat man so die Gegenwart Gottes gespürt, die gekommen ist, dass ich während dem Tanz, ich hab so die Präsenz und die Gegenwart Gottes gespürt und die Salbung Gottes, die gekommen ist, einfach, dass ich an meinem ganzen Körper gezittert habe während diesem Tanz und man gespürt hat, wie während wir tanzen, wie etwas in der unsichtbaren Welt einfach passiert. Und das ist genau diese Salbung, von der Sio auch gesprochen hat, Charlotte Bärbel uns gelehrt hat, immer wieder uns damit reingenommen hat. Und das war für mich wirklich auch noch sehr, sehr besonders, das so mitzukriegen und selber so zu erleben, wie Gott sich bewegt, wenn wir tanzen. Vielen Dank, Judith. Ja, das war sehr, sehr besonders. Und wir sehen auch nachher noch diesen Spirit and the Bride von eben vom Reichstag im Oktober, als wir als ganzes Team und als ganze Gemeinde nach Berlin gefahren sind. Und ich war gestern zugeschaltet nach Lateinamerika mit unseren Kindern von Los Transformadores von TDI. Und das war so besonders, ja. Und ich habe ihnen einfach erzählt, wie eben auch genauso vom Tanzen, von der prophetischen Dimension. Und ich weiß noch ganz genau, als ich 14, 15 war und wir zu einem Straßeneinsatz oder zu einem Einsatz nach Leipzig gefahren sind. Und so wie ich früher war, ich habe immer geschlafen im Auto, vielleicht tue ich das heute immer noch. Und dann hatte ich eine kurze Vision gehabt, nämlich, ich habe einfach gesehen, wie ich einen Bogen und einen Pfeil genommen habe und das rausgeschossen habe. Und damals war ich 2 Jahre bekehrt, ein ganz junger Christ, und ich hatte keine Ahnung von dem Vers, und Sahaja 9, Vers 13, ja, dass er uns wirklich wie Ephraim und man Ephraim drauflegt, Judas einen Bogen spannt, ja, als Pfeil, und dass er uns zum Schwert eines Riesen macht und gegen den Geist Griechenlands, ja, aufbietet. Und ich wusste damals überhaupt nicht von diesem Vers, aber ich habe das einfach zum ersten Mal, weiß ich noch, in Leipzig, ausgetanzt. Und das ist die prophetische Dimension, wo der Heilige Geist anfängt, unseren Geist zu erwecken und zu zeigen, was seine Perspektive ist. Und in dieser Zeit, ja, von Covid-19 brauchen wir so dringend die Perspektive Gottes, ja. Und das ist nicht einfach nur für Tanz, sondern das kannst du nehmen für deine Anbetung, für dein Gebet. Und wir können einfach, wir können beten oder wir können beten. Wir können tanzen oder tanzen. Und unser Verlangen ist danach, dass Jesus in dieser Zeit eine Generation erweckt, ganz egal wie alt oder wie jung wir sind, dass wir die Perspektive Gottes haben, nämlich dass er wiederkommt und dass es jetzt die Zeit ist, dass für seine Braut, für seine Gemeinde, die er zurüstet, die er reinigt, die er jetzt vorbereitet und jetzt sprechen, komm. Ja. Und deswegen wollen wir euch jetzt diesen Clip
zeigen von Reichstag, Spirit and the Bride. Und danach sprechen wir noch, wie dieser Tanz überhaupt entstanden ist, ja, weil das ist mitten im Lockdown entstanden. Willkommen zurück zur 9. Stunde, zu der Sendung Gebet für Deutschland.
und für die Nationen. Und du bist dabei bei einer speziellen Sendung, nämlich mit dem Thema Let's Dance und umgeben von ganz vielen Tänzern und in Zoom-Raum und vom YC Dance. Und du hast jetzt gerade einen Clip gesehen, als wir vom Reichstag getanzt haben mit dem aktuellsten, neuesten Tanz, den wir kreiert haben während dieser Zeit, während diesem Lockdown. Und Benjamin, vielleicht kannst du mal den Zuschauern erzählen, wie wir uns überhaupt getroffen haben. Ja, weil die ganze Kulturbranche, sagen wir jetzt mal so, ja, ist ja hart auch getroffen. Viele Künstler, die keine Bühne haben tatsächlich. Und wie haben wir es in dieser Zeit gemacht? Erklär das mal den Zuschauern vielleicht. Ja, sehr gerne. Genau, also es war natürlich nicht möglich, dass wir uns nach wie vor persönlich, wir sind ja 11 Tänzer, dass wir uns persönlich treffen in der Zeit. Und doch haben wir gemerkt, wir wollen natürlich dranbleiben. Einfach nur da sitzen ist keine Option. Wir möchten auch mit unserem Tanz weiter Gott anbeten. Und die Sio, unsere Tanzleiterin, wir hatten dann eigentlich eine sehr coole Idee. Und zwar haben wir uns wöchentlich per Zoom online zusammengeschaltet, haben uns online getroffen, hatten uns Inspiration bei anderen Tänzen in YouTube geholt und haben dann online zusammen uns Stück für Stück durch YouTube-Videos, durch Tanzvideos durchgearbeitet, haben gesagt, jeder zu Hause schaltet sich zu und übt selbst zu Hause in seinem Zimmer diesen Tanz. Und dann haben wir uns wieder online getroffen, haben uns gegenseitig die Videos geschickt, um auch Feedback zu bekommen, wie ist es, wie wir tanzen. Bis dahin, dass wir dann auch aus dem, was wir dann jeder zu Hause gelernt hatten, wirklich diese Tänze zusammengeschnitten haben, gefilmt haben und daraus dann auch Tanzvideos gemacht haben. Wir hatten auch im ersten Lockdown ein Tanzvideo gemacht, das wir dann auch unseren Freunden, auch jüdischen Freunden, zugesandt haben, um auch zu zeigen, hey, wir sind da, wir tanzen, hier ist ein Video auch für euch, liebe Grüße zur Ermutigung und gleichzeitig eben auch damit weiter eben auch Gott zu ehren, wie auch Sio und Paulette vorher schon gesagt haben, dass wir eben nicht nur tanzen, um eine Performance zu machen, sondern auch in diesem Lockdown wirklich für Gott weiter zu tanzen. Das war zum Beispiel sowas, was wir im ersten Lockdown gemacht haben und jetzt auch im zweiten natürlich. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Judith, magst du mal erklären, was das die Botschaft ist eigentlich von dem Lied? Ja, du hast gesagt, du warst selber sehr berührt und auch wirklich unter dem Heiligen Geist, als du vom Reichstag getanzt hast. Was ist die Botschaft von diesem Lied und von diesem Tanz? Ja, sehr gerne. Ja, also bei diesem Lied und bei diesem Tanz geht es eigentlich genau darum, auch, ich glaube, Sio, du hast es vorhin selber auch schon erwähnt, eigentlich genau um diesen Ruf und eigentlich genau das zu sagen, the spirit and the bride, gemeinsam zu sagen, komm, Jesus, wir brauchen dich. In dieser Zeit von Corona, in dieser Zeit von Krise, wirklich zu sagen, das Einzige, was uns rettet, das Einzige, was uns hält, die einzige Rettung, die es gibt, die einzige Antwort, die es gibt, ist Jesus. Und die Braut, das ist ein Beispiel, ein Symbol oder steht für die Gemeinde. Und so das auch als Tänzer gemeinsam für die Gemeinde auszudrücken, mit dem Heiligen Geist gemeinsam zu sagen, komm Jesus, wir brauchen dich. Und das in Berlin zu tanzen vor dem Reichstag, eigentlich der größte Ausdruck in dieser Krisenzeit zu sagen, Jesus, du bist alles, was wir wollen. Du bist alles, was wir brauchen. Und wir wollen, dass du kommen kannst. Wir wollen, dass du dich verherrlichen kannst. Wir wollen, dass du Wunder tun kannst, dass du Gemeinden uns wieder erwecken kannst, dass du Wunder tun kannst in dieser Corona-Zeit, wie wir beten für Heilung und für viele Dinge. Und das ist eigentlich genau dieser Ausdruck von dem Tanz. Einfach zu sagen, Jesus, wir wollen, dass du wieder kommen kannst. Yes, genau, das ist absolut, ja, so Ausdruck, ja, von unserem Gebet letztendlich, ja, und ich glaube, bei der 9. Stunde ist es eine Sendung zu Gebet und wir helfen euch und lehren, ja, wie wir beten, wie wir durchbrechen in die Gegenwart Gottes. Und wir haben auch mit dem Tanz wirklich auch gerungen vom Herrn, ja. Und wir haben zwar coole Schritte gehabt, auch von YouTube und gelernt, jeder wie er konnte. Aber wir wussten, da ist eine Botschaft dran, ja. Und dann auf einmal sprach der Heilige Geist darüber, als wir in der Halle zum ersten Mal das performt haben, ja, aufgeführt haben, die LED-Wand einzusetzen. Und während die Braut hineingekommen ist mit der Chuppa, ja,
erschienen die Bilder von Covid-19, von Patienten, von den ganzen Aufruhr und Unruhen in Amerika und verschiedene Bilder. Und das ist das, die Perspektive Gottes. Während die Welt erschüttert wird, während das, was vor unseren sichtbaren Augen und das, was im Fleisch und das, was in unseren Umständen erschüttert wird, ist Jesus gerade dabei, seine Braut vorzubereiten und sein zweites Kommen vorzubereiten. Und dazu will er dich gebrauchen und dich dabei haben. Ja, und dass wir in dieser Zeit, dass das erschütterbar ist, erschüttert wird und dass wir feststehen im Glauben, das wünschen wir euch. Das wünschen wir von ganzem Herzen, dass in dieser Zeit du eine Festigung erlebst in deinem Glauben, eine Festigung in deiner Nachfolge erlebst und nicht, dass dass man wankt und erschüttert wird und abfällt. Und ich glaube, dass wir jetzt auch in dieser Zeit, ich spüre einfach das Drängen vom Heiligen Geist, einfach dafür zu beten. Und ich möchte einfach dich bitten, vielleicht Kyra zuallererst, einfach für das zu beten, ja, für die Zuschauer, das, was du auch in deinem Geist empfindest und einfach, dass du es ausbetest, ja. Genau. Jesus, ich danke dir für die Zeit, in die du uns auch jetzt gerade vor Herausforderungen gestellt hast. Aber in dieser Zeit, Herr, bist du ein Gott von Gnade und hast so ein Erbarmen eigentlich, dass wir dir begegnen und dass wir näher an dein Herz kommen. Es ist eine Zeit von Prüfung, es ist eine Zeit, wo wirklich auch Fundamente dargelegt werden und offenbart werden. Aber Herr, da sind wir einfach auch stellvertretend mit all den Zuschauern, mit all denjenigen, die auch im Gebet mit uns gemeinsam stehen. Und Herr, wir kommen zu dir und Herr, wir wollen einfach, dass du kommen kannst, dass dein Reich gebaut wird, dass du dich ausbreiten kannst, Herr, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf dieser Erde. Und Herr, wir beten einfach so, dass du wirklich uns begegnen kannst, uns neu heimsuchen kannst. Es ist viel, ja, auf und ab, emotional, körperlich, wirtschaftlich, in allen Aspekten. Die ganze Welt ist erschüttert und wir sind in einem Zustand, in dem wir noch nie gewesen sind. Aber Herr, in dem Ganzen beten wir, dass du einfach deinen Arm bewegst und dass, ja, du kommst in unsere Nationen, Herr, dass du deinen Arm bewegst und dass du heilst, aber auch uns in allererster Linie wirklich an dein Herz ziehst, zu dir hinziehst und neu ausrichtest auf dich, Herr, dass wir wissen, wer du bist, auch wie du bist und Herr, was du auch mit uns vorhast. Und Herr, als Teil deiner Braut, als Teil deiner Gemeinde, Herr, sagen wir, hier sind wir und wir wollen, dass du unser Leben auch gebrauchen kannst in dieser Zeit. Amen. Und Sammy, dürfte ich dich bitten, genauso einfach für die Zuschauer zu beten, dass der Herr unseren Geist erweckt, ja, dass wir wirklich eine Orientierung haben in dieser Zeit, ja, eine prophetische Sicht. Ja, genau. Danke, Jesus, dass du einfach dir nichts außer Kontrolle gerät. Du bist souverän, du bist der allmächtige Gott. Ich erkläre deinen Sieg wirklich über den Zuschauern, über jedem, der zuschaut, jedem, der zuhört. Herr, bitte erweck du unseren Geist. Herr, richte du uns darauf aus, was du machen möchtest. In allem Chaos, in aller Unsicherheit, Herr, stehen wir fest auf dir. Du bist unser festes Fundament. Du bist der Fels, auf dem wir gegründet sind. Und Herr, das bete ich in dieser Zeit, dass Menschen neu erweckt werden, dass jeder Zuhörer, dass der ganze Freundeskreis, dass die Gemeinden, die da dranhängen, die Gebetskreise, die Familie, die da dranhängen, dass sie neu Glauben empfangen in dieser Zeit, dass sie neu Glauben ergreifen, dass sie sagen, aber ich glaube und diese Vision empfangen, dass Jesus bald wiederkommt, diese Dringlichkeit, dieses Drängen, dieses Feuer, auch im Gebet, diesen Geist von Bitten und von Flehen, Herr, du bist der alles neu macht und das spreche ich rein in die Zuhörerschaft, das spreche ich rein nach Deutschland, jeden, der das hört im Moment, Jesus ist der alles neu macht und Jesus ist der wiederkommt und Herr, bereite uns darauf vor, dass wir das erfassen und dass wir sehnsüchtig darauf warten im Namen Jesus. Genau, danke Jesus, dass du wirklich hineinkommst in jede Not, Herr, dass du hineinkommst auch in jede geistliche Dürre, auch in alles, was jetzt offenbar wird. Ich glaube, dass da wirklich auch einige sind, wo wir eine geistliche Armut offenbart wurde in dieser Zeit, wo Dinge wegfallen, geistliche Aktivitäten, vielleicht Veranstaltungen in der eigenen Gemeinde und wo du plötzlich merkst, da ist eigentlich gar nicht viel da. Aber ich danke dir, Jesus, dass das eine absolute Chance ist und dass du da hineinkommen willst in diese geistliche Armut und dass du kommen willst mit deiner wunderbaren Gegenwart. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich bei vielen ein neues Fundament aufbauen willst in dieser Zeit, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich auch zeigst, dass du der Schatz bist, der es wert ist, dass wir alles andere hinter uns lassen.
Und ich danke dir, dass auch wenn andere Sicherheiten wegbrechen, wenn vielleicht finanzielle oder andere Dinge nicht mehr da sind, ich danke dir, Jesus, dass wenn wir dich haben, dann haben wir alles. Und das spreche ich aus über jedem Einzelnen, der zuschaut. Das spreche ich aus über alle Angst, über alle Sorge. Und ich danke dir, Jesus, dass du wirklich neu, Herr, deinen Platz einnimmst als die Nummer eins im Leben. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist. Ich danke dir für neuen Glauben auch, der sich erhebt. Und ich danke dir, Herr, dass du in einer neuen Art und Weise den Zuschauern begegnen willst, Herr, wie sie es vorher noch nicht erlebt haben. Ich danke dir, Herr, dass das geistliche Leben neu erweckt wird, Herr, dass ein neues Feuer in den Herzen anfängt zu brennen, das nur du entzünden kannst, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr, für eine neue Perspektive, dein Reich zu sehen, Herr, eine Vision auch zu bekommen für das eigene Leben und für das, was du vorhast mit dem Leben von Einzelnen, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du wirklich, Herr, auch durch diese Wüstenzeit hindurchführst und dass du in ein neues und ein grünes Land hineinführst, Jesus. Amen. Ja, sehr, sehr stark, ja, die Gegenwart Gottes hier in, und ich doch hoffe und ich glaube auch bei dir zu Hause auch. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen eine Gebetserweckung. Wir brauchen, dass Jesus uns unsere Nationen neu heimsucht. Ja, und wenn ich mich erinnere an eine der stärksten Begegnungen auch, oder wo der Herr gekommen ist, als wir getanzt haben. Wir haben auf Masada, auf diese diese Festung mitten in der Wüste in Israel, als Team getanzt. Wir haben das ausgetanzt, prepare the way for the Lord, ja, bereitet den Herrn den Weg. Und das war früh am Morgen und wir haben den getanzt. Und ich wusste nicht, was mit mir geschah, aber ich habe so eine Last bekommen, so ein Weinen im Geist, dass wir uns mittendrin einfach auf diese Festung, auf diesen Boden gelegt haben, für Israel gebetet haben, für seine Wiederkunft, für sein Kommen. Ja. Und genauso das Gleiche erlebt, als wir das letzte Mal in den USA waren. Ja. Und mit Eddie James, der auch einen wesentlichen Einfluss hatte, auch für unseren YC Dance, ja, wie wir getanzt haben. Der hat uns gezeigt, was es heißt, mit all unserer Kraft Jesus zu ehren. Ja. Und wir haben ihn besucht in Atlanta und haben dort gedient und haben einfach auch einen Tanz von ihm, Show Us Your Glory, ja, getanzt. Und ich wusste, dass dasselbe Weinen, die gleiche Last kam. Ja. Und wir stürmten nach vorne, ja, und haben einfach nur gebetet für Amerika, gebetet, dass das Gericht Gottes vorbeizieht. Ja. Und wenn wir das sehen, wie die größte, die stärkste Nation, ja, weltweit erschüttert wird, ja, und die Infektionszahlen, die Todeszahlen, gute Freunde auch genauso infiziert sind und in Not sind, da können wir nur beten, Herr, wir sitzen alle im selben Boot und wir können nur bitten um Gnade in dieser Zeit. Ja. Und ich möchte einfach, dass wir einfach nochmal dafür beten, ja, vielleicht, ja, dass Kim, du einfach nochmal dafür betest, dass wir wirklich beten für diese geistige Erweckung, ja, für das, weil der Herr wird dich nicht, das geknickte Rohr wird er nicht brechen, ja, und er will neu kommen mit seinem Heiligen Geist. Und dass wir einfach in diesem Jahresübergang, ja, 2021, ja, dass wir einfach den Heiligen Geist einladen. Und ich möchte dich bitten, Kim, dass du startest. Ja, yes, genau. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich danke dir, dass du ein Geist von Erweckung bist. Du bist kein Geist, der sich verkriecht, wenn es schwierig wird, wenn man vor Herausforderungen gestellt wird, sondern du bist ein Geist von Erweckung. Und ich danke dir, Herr, dass du genau in dieser Zeit kommst, dass du Nationen wieder erweckst, dass du Gemeinden erweckst, dass du persönlich, Herr, Menschen wieder erweckst, die von dir abgefallen waren, Herr, dass du in ihr Leben wieder persönlich reinkommst. Herr, wir beten, Herr, für unsere Nation, Herr, wir beten auch für Amerika, Herr, für all die Menschen, die dort leben, Herr, wo Freunde infiziert sind, Herr, wo Menschen gerade in Not sind, Herr, auch finanziell in der Armut gestürzt sind, Herr, wir beten, dass du in dieser Zeit ihnen begegnest, Herr, in dieser Corona-Zeit, Herr, da soll, Herr, unterm Strich soll Jesus stehen, Herr, unterm Strich, da soll stehen, dass wir gesehen haben, dass Erweckung passiert ist in dieser Zeit, Herr, dafür beten wir, Herr, und ich danke dir, Heiliger Geist, dass einfach du kommst, und genauso beten wir auch für Israel, Herr, wo sie gerade vor dem dritten Lockdown stehen, Herr, ich danke dir für Israel, für dein Volk, Herr, und über deinem Volk, Herr, besonders deine Hand, Herr. Und ich danke dir, dass, Herr, wir wirklich hören werden, Herr, wie in Israel Gemeinden erweckt worden sind in dieser Zeit, Jesus. Und Herr, wir beten einfach auch wirklich für dein Volk, Herr, für Israel. Ja, und du hast gesagt, ja, als bei deinem ersten Kommen, sag, wie gerne hätte ich dich gesammelt. Und
wie eine Henne, ja, die über ihre Kinder brütet. Und ich spreche das aus, prophetisch, über dein Volk weltweit, das jüdische Volk weltweit, dass das eine Zeit von Sammlung ist. Deine Zeit ist, in der der Herr uns sammelt aus Norden, Süden, Westen und Osten und zurückbringt. Und zur, nicht nur nach Jerusalem, sondern ja, in das geistliche Zentrum, das Herz Gottes. Und wir setzen das frei und wir beten für eine geistliche Erweckung, Herr. So wie ja, diesen Jerusalemer Tanz, der weltweit getanzt wurde, so sprechen wir das aus, dass wir von diesem Ort aus am Jahresende und Jahresübergang, dass wir Israel segnen und dein Volk segnen und sagen, Herr, dass du gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. Und wir ehren dich, Herr, dass du treu bist. Und wer wird zerbrechen in Jesu Namen alle inneren Lockdowns, Herr? Dort, wo es, Herr, vielleicht das ganze Jahr so, dir so ging, du sagst, das geht nicht, das wird nicht weitergehen. Und ich danke dir, dass wir heute mit unserer Sendung das klar zeigen konnten. Gott ist ein Gott der Möglichkeit und Gott ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Und wir sprechen die Möglichkeit Gottes aus über deine Situation, über deine finanzielle Situation, über deine gesundheitliche Situation und vor allem über deine geistliche Situation. Ich danke dir, dass du innere Mauern und Lockdowns heute einreißt und einen neuen Start setzt für das neue Jahr 2021. In Jesu Namen. Amen. So, vielen Dank, ja, dass ihr dabei wart und wir werden immer noch natürlich eure Gebetsanliegen annehmen und dafür beten. Und Paul David, ich glaube, du hast noch einige Ankündigungen für die Zuschauer. Ja. Ja, genau. Unsere Zeit für heute ist fast vorbei, aber diese Woche läuft noch einiges, zu dem ich euch gerne einladen will. Und zwar wird die 9. Stunde auch am Mittwoch und am Freitag wieder übertragen werden um 15 Uhr auf live.tos.info. oder auch die 9.stunde.de. Speziell am Freitag möchte ich es dir besonders ans Herz legen, dabei zu sein. Dort wird Jobst Bittner sein und sprechen über das Thema Facing 2021, also ein richtungsweisendes Wort weitergeben, auch für das kommende Jahr. Da lohnt es sich auf jeden Fall, dabei zu sein. Dann am Dienstag und Mittwoch werden wir Online-Gemeinschaftsaktionen haben, bei denen du auch mit dabei sein kannst. Am Dienstag Online-Schach und am Mittwoch Online-FIFA 20 Neujahreszocken. Also wenn du daran interessiert bist, dann schreib uns gerne und wir schicken dir den entsprechenden Zoom-Link. Dann am 31.12. ist Silvester und wir werden um 23 Uhr einen ganz besonderen Online-Gottesdienst veranstalten. Dort kannst du auch mit dabei sein, wenn du einen TOS-TV-Account hast und dich reinschalten und mit uns gemeinsam mit Anbetung in das neue Jahr hineingehen. Ansonsten findet dann nämlich am 2.1. nächstes Jahr wieder ein Healing Room statt. Auch dieser online von 15 bis 18 Uhr kannst du dort anrufen und dort wird dann persönlich auch für dich und deine Anliegen gebetet werden. Dann möchte ich dir noch Podcasts ans Herz legen. Und zwar haben wir ganz viele ermutigende Botschaften, Predigten, speziell auch aus den Gottesdiensten von den letzten Wochen, wo wir ja sehr, sehr coole Gäste auch hatten, unter anderem David Hogan, von dem Sue schon erzählt hat. Guck dir das gerne an auf www.tos.info/podcasts und lad dir die Podcasts herunter, die dich interessieren. Vielen Dank, Paul David. Also zum Schluss müssen wir einfach an euch noch einmal winken und lieben euch, segnen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bless you. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.